Tag auch. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie ihr die 16 Missionen für die Errungenschaft Naturherrschaft mit rein Naturdecks durchspielen könnt. Dabei versuche ich, möglichst günstige Karten zu verwenden. Mit einer Ausnahme spiele ich die 2-Spieler-Mission noch alleine. An dieser Stelle eine kleine Vorwarnung, normalerweise spiele ich keine Echtzeitstrategiespiele, weshalb bei mir nicht immer alles rund läuft. Zusätzlich gehe ich die Mission eher entspannt und etwas langsamer an. In diesem Vorabvideo gehe ich auf die 41 verschiedenen Karten ein, die ich verwende, da ich vor den jeweiligen Missionen nur kurz ein paar wichtige Karten anreiße. Zusätzlich an dieser Stelle noch ein kleines Dankeschön an Capo, von dessen Videos ich mir einiges abschauen konnte. Link zu seiner englischsprachigen Playlist hier in der Infokarte. Dann legen wir mal los. Zu den Karten blende ich euch ein, in wie vielen der 16 Missionen sie Verwendung finden und wie der zum Zeitpunkt dieses Videos aktuelle Durchschnittspreis der letzten 2 Wochen beträgt. Beginnen wir mit den Truppen. Auf Tier 1 haben wir Wehrbestien, schnelle Nahkämpfer mit Regeneration. Windweber, die mit ihren Bögen 2 Gegner gleichzeitig angreifen können, Schamanen zum Heilen, Frostdryaden, die den eingehenden Schaden naher Einheiten um 25% reduzieren, Naturdryaden, die nahe Einheiten gegen schwächende Effekte immunisieren. Wenn ihr die nicht habt, ist das nicht allzu schlimm, weil ich sie nur in der ersten Mission verwende, aber ohne sie ist die Mission noch nicht so angenehm. Und die Mana-Schwinge, ja, ist kacke, wenn wir diese Errungenschaft angehen, um uns die Promo-Schwinge zu holen, aber sie macht 2 Missionen wesentlich einfacher. Die anfänglichen 6 Ladungen sind auch völlig ausreichend. Auf Tier 2 haben wir Gräber, flotte Nahkämpfer, die 50% mehr Schaden an Gebäuden anrichten, den unergründlichen, robuste Nahkämpfer mit gutem Schaden. Ich verwende die Schattenversion, weil mir die Teleportfähigkeit besser gefällt. Da ich diese aber wirklich nie nutze, kann man genauso gut zur Frostversion greifen. Dornwurzel, die massiven Schaden mit guter Reichweite anrichtet, wenn auch nicht gegen fliegende Einheiten. Und Parasitenschwarm, mit dem man gegnerische Einheiten übernehmen kann. Mit 700 Battleforge-Punkten ist dies die teuerste Karte, die ich in den Videos verwende. Aber sie ist allemal ihr Geld wert und mit den anfänglichen 6 Ladungen kommt man auch gut aus. Auf Tier 3 haben wir den Sumpfdrachen, fliegende Einheiten mit der Fähigkeit, Gegner einzuschläfern, woran ich meist nicht denke. Klingblätter, die massiven Schaden rausballern und sich perfekt zum Verteidigen eignen, wenn sie ausreichend Unterstützung erhalten. Zum Beispiel von der Dornborke, die als 3 Unterstützer zählt. Und auf Tier 4 haben wir den Riesenwurm. Drache, mehr muss ich dazu wohl nicht sagen. Grimranken als dicke Bodenpräsenz und Spornwerfer zum Verteidigen. Einer reicht und ich nutze ihn auch nur in einer Mission. Wenn ihr die 40 Battleforge-Punkte sparen wollt, ersetzt ihn einfach durch 2 Klingenblätter. Natürlich könnt ihr Karten aus den von mir vorgeschlagenen Decks austauschen. Als Beispiel möchte ich hier gerne die Grimranke aufführen, die ich nur nutze, weil sie die günstigste T4-Bodeneinheit ist. Habt ihr was Besseres, bitte tauscht sie aus. Denkt aber daran, dass ihr keine neutralen Karten verwendet. Die sind nicht erlaubt. Machen wir mit den Gebäuden weiter. Auf Tier 1 haben wir beide Wurzelnexi für die Heilung und den Schutz des Geflechts. Beide Würger, Natur, um mehrere Einheiten festzukleben und Schatten für Einzelziele mit gleichzeitigem Schaden über Zeit. Die Schattenversion verwende ich nur in einer Mission und wenn ihr euch die 50 Battleforge-Punkte sparen wollt, müsst ihr zu Beginn von hinterfeindlichen Linien nur etwas aufmerksamer sein als ich. Urverteidiger als Luftabwehr und das Zeichen des Hüters, welches Fernkämpfer und Flugeinheiten komplett lahmlegt. Auf Tier 2 haben wir den Brutplatz. 25% weniger Energiekosten beim Beschwören. Hello! Lebender Turm, sehr guter Verteidigungsturm, den wir dank Wurzelnexus nicht reparieren müssen, und Heilbrunnen, der nahe Verbündete heilt. Nutze ich nur beim verrückten Gott, aber da ist die Karte echt Gold wert. Auf Tier 3 haben wir die Feuerversion des Waldportals, welches dem Wurzelgeflecht 25% mehr Schaden spendiert und nebenbei als Tunnel fungiert. Und Erinnerungsschrein, welcher den Rückfluss der Lernenergie beschleunigt. Diese 180 Battleforge-Punkte kann man sich auch sparen, dauert dann halt etwas länger. Und auf Tier 4 haben wir den Schrein des Heulens in der Naturvariante, welcher Gegner lähmt, Schaden macht, sich selbst heilt und als 4-Unterstützer für das Geflecht zählt. Und da wir gerade bei den Gebäuden sind, ich bin ein großer Freund des Rades der Gaben. 20% mehr Schaden austeilen, 20% weniger Schaden einstecken und Regeneration für alle Einheiten. Mit 400 Battleforge-Punkten nicht gerade eine günstige Karte, weshalb ich sie für diese Videoreihe nicht verwende. Aber wer von euch sie hat, rein damit ins Deck. Weiter geht's mit den Zaubern. Auf Tier 1 haben wir Lichtwoge, netter kleiner Heilzauber. Wurzelfalle, um Gegner festzukleben und Hokuspokus in der Feuerversion, um dicken Gegnern 35% mehr Schaden zuzufügen. Auf Tier 2 haben wir Lichtstrahl, der über Zeit heilt, Schleichlähmung, um Gegner vollständig außer Gefecht zu setzen und Fluch des Grunzens, um Gegner schnell lahmzulegen. Auf Tier 3 haben wir beide Equilibrien als starke Heilzauber, Donnersturm als Schadenszauber und Rache, um den eingehenden Schaden um 30% zu reduzieren und genau diesen Betrag zurückzuwerfen. Und auf Tier 4 haben wir Neuwuchs, Sofortheilung und Heilung über Zeit, Grüner Frieden, die Version spielt keine Rolle, da der Zauber als Panikbutton fungiert, um Gegner vom Angreifen abzuhalten, und Giftwolke, die Schaden über Zeit austeilt. Wenn ihr euch mein Gesabbel bis hierhin angehört habt, dann wow, danke fürs Zuhören.
Viel Spaß mit der Videoreihe und bis neulich.